Nächste Herausforderung. Ein Baby-Pinata. Kurakiba, danke fürs Subscriben. Nice. Ein hüpfendes Baby-Pinata. Okay. Gut gemacht. Du bist eine weitere Stufe aufgestiegen. Lotti hat einige neue Objekte in ihrem Laden, darunter einige Gartenlampen. Sidos hat einen weiteren Samen für dich. Nutze deine übliche Technik, um sie von ihm zu bekommen. Nur noch 8 Stufen, bis die Gartengröße zunimmt. Nur noch 8 Stufen. Na dann. Okay. Da schlafen sie, die Würms. Würmel. Man kann denen übrigens auch alle Namen geben, das mögen die auch. Aber muss nicht sein. Ja. Bisbotto. Hast du Bisbotto angenannt? Oder? Ja. Ah ja, genau. Ah. Den nenne ich. Ah. Genial. Ja. Bin ich auch. Ah, Sidos. Sidos ist wichtig. Sidos ist der geheime, der heimliche Protagonist im Spiel. Ich möchte dir Sidos vorstellen. Er ist ein besessener Samensammler. Du solltest versuchen, mit ihm zu reden. Er ist nicht wirklich besessen. Ah. Warte, bis Sidos den Garten betreten hat. Na dann. Oh, der ist noch ein Samen. Bitte gleich nochmal. Leider hat das Spiel, dadurch, dass es halt einfach schon ein bisschen älter ist, eine relativ begrenzte Maximalgröße pro Garten. Also es geht schon, aber dafür kann man sehr viele verschiedene Gärten machen. Bald werden die wegpickt von dem Vogel. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube aber, die müssen nur einmal Würmlis essen und dann bleiben die für immer. Das ist nicht so, dass man die immer wieder damit füttern muss. Das Konzept erinnert mich irgendwie an den Film Sausage Party, in dem die Lebensmittel sich ihrer bewusst sind. Ah. Und es für eine Reise in die himmlische Welt halten, gekauft zu werden. Das stellt sich dann als Albtraum heraus. Ja, aber die Pinatas kommen ja wieder und sind dann super happy. Insofern wird das schon passen. Kann ich ihn nicht wählen? Mit dem Cursor wählen. Ach, Verkauf beenden? Okay, whatever. Sprechen. Sprechen. Hallo, ich bin Sidos. Nimm einen Samen und hau mich nicht mit dem Spaten. Da, und jetzt hat er dir neue Samen geschenkt. Okay. Wenn du ihn mit einem Spaten haust, dann verliert er Samen, aber ist dir beleidigt und kommt länger nicht mehr. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, pflanzen sich die Samen automatisch ein, wenn die zu lange von dir nicht manuell irgendwo eingepflanzt werden. Also die gehen jetzt nicht kaputt oder so. Jetzt habe ich ja Lust, die mit dem Spaten zu hauen. Ja, genau. Okay. Gut, dass wir drüber geredet haben, Spiel. Interessanter Zoom. Okay. Oh, ein Tafli. Mit einem riesigen Rüssel. Ne. A Tafli. Ah. Connor 2 ist installiert. Ist yes. Sie mag Früchte, egal welche. Ja, aber ich mag Blumen gießen. Egal welche. Ah. So.
Jetzt kann ich nochmal. Red nochmal mit ihm, ja, vielleicht hat er noch was. Manchmal essen Pinatas lieber den Samen als die dazugehörige Pflanze. Okay. Okay. Ah, wir müssen warten, bis die neuen Blumen gewachsen sind. Ah, die sind schon gewachsen. Und jetzt soll bis Botti die mampfen. Na dann. Ah, da ist noch ein... Oh, wo kommt der denn her? Oh, 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 oh mein Gott, oh mein Gott. Da bahnt sich ein Massaker an. Ja. Na, geht nur mal erkunden hier. Jetzt hat er noch nichts gegessen. Währenddessen kommt ein weißer Flutterscotch. Dazu gab es eine Serie, wirklich? Das wusste ich gar nicht. Was? Herzlichen Glückwunsch! Dazu gab es eine Serie anscheinend. Du hast einen weißen Flutterscotch angelockt. Manchmal werden sie durch die Geräusche anderer Tiere angelockt und manchmal durch Blumenduft. Ah. Oh Gott. What happened? Ja, bis jetzt hat nur der Marienkäfer die Blume gehauen. Okay. Und jetzt isst er die Blüte wahrscheinlich. Köstlich, köstlich. Oh, oh, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh ja, jetzt wird hier ein Wurmli gegessen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Bring dich, oh mein Gott. Dann kommen Süßigkeiten aus dem raus und die Pinata essen dann die Süßigkeiten. Gott, ist das furchtbar grausam. Ja. The Circle of Life. Nature aber guck, beautiful. Wie glücklich der Vogel jetzt ist. Kann man ihm wirklich böse sein? Jetzt, wo er sich so freut, dass er das Wurmli gegessen hat. Guck, wie er tanzt. So gemein. Ach, guck, die Pflanze sich von alleine ein. Willi! Ich glaube, das ist jetzt so ziemlich der letzte NPC, aber ich bin mir nicht sicher. Baumeister Willi hier. Endlich passiert mal was. Endlich Action. Kehre durch Drücken der A-Taste zum Spiel zurück und drücke dann die X-Taste, um das Menü zu öffnen. Wähle die Option Dorf. Du kannst meinen Laden öffnen. Ja, ja, whatever. Same procedure as every NPC, James. Muss man gar kein Loch graben. Schau dir das nicht an. Aber was nur, kann man diesen, eigentlich nur in diesem Zoll. Ja, das kann sein. Das kann sein. Das kann sein. Das. Ja. Oh, mein Controller hat sich währenddessen ausgeschaltet. Auch nicht schlecht. Bling. Ich kann nämlich auch eine Gießkanne werden, theoretisch. Dir beim Gießen helfen. Ich glaube, die sind alle schon. Ja, ich glaube auch. Eine Guck Möhre. Guck mal, der Vogel ist jetzt auch hier. Hui. Experiment. Das ist eine Möhre. Wo ist eine Möhre? Hier ist eine Möhre. Das ist eine Möhre. Cool. Volle Möhre. Wo kommt denn der? Ich glaube, die ist noch nicht reif. Okay. Aber wo kommt denn der Möhrensamen überhaupt her, frage ich mich. So. Jetzt gehen wir zu dem komischen Typ. Die werden ja immer verstörender, ja, die NPCs, das stimmt. Ich finde auch. Wenn du Pinatas hast, die eine Behausung brauchen, bin ich dein Mann, denn die baue ich. In der Tat kann ich jedes Gebäude bauen, falls du das nötige Kleingeld hast. Pedro lachen. Dann haut er sich Nägel in den Kopf, da steht er drauf. So, na ja, gut, dann machen wir die mal. Die Pinata brauchen nämlich, und natürlich... Natürlich. Einen guten Platz aus und platziere da, damit man das Spiel auch hunderte von Stunden spielen kann, kann man super seltene Super Pinata züchten, wenn man ganz besondere Eltern zusammenführt und so weiter und so fort. Aha. I see. So Geschichten. Oh Gott, das ist ja riesengroß. Ja, stellst halt irgendwo ins Eck oder so. Wenn es dann fertig ist, ist es gar nicht mehr so riesig, aber die Baustelle ist halt gigantomanisch. Jetzt ist er wieder reingelaufen. Ich glaube, du hast es schon platziert, oder? Du könntest es auch drehen. Na gut, okay, passt schon. Pflanze blockiert, sagt er. Irgendeine Pflanze kann nicht wachsen. Wahrscheinlich ist sie zu nah an einer anderen Pflanze. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, mein Fuß ist eingeschlafen. Nein! Nein, und jetzt kommt auch noch ein Bunny-Comp. Und putzt sich die Ohren. Oh.
Und ich weiß nicht, was das ist. Wer weiß. Hast du das Bunnikuhn gesehen? Bunnikuhn? Es kann wahrscheinlich die Möhren in deinem Garten riechen. Ah, wegen den Möhren. Aha. Okay, na gut. Du sagst jetzt dem WWF Bescheid, der World Wrestling Federation. Und dann kommt Dwayne The Rock Johnson. Da ist die Möhre. Das muss wahrscheinlich nur rumliegen. Dann kommt das Bunnikum. Oh Gott, du Mörder. Das erinnert mich an unsere Katze. Ja. Nenin. Freddy Krueger. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erzählt hast in dem Stream, aber unser kleiner Kater hatte nämlich irgendwann mal, haben wir nur Geräusche vom Balkon gehört. Und dann kam der Kater auf einmal mit so Federn am Maul rein. Ja. Überall Federn, am Balkon auch ganz viel so Flaumfedern. Ich habe gleich geguckt, aber da war zum Glück nirgends ein verletzter Vogel und auch kein Blut schon oder Stufe so. Vier? Dir scheint das Gärtnern ja aber wirklich Spaß zu machen. Irgendein in Lottis Laden findest du nun weitere Objekte. Lebensmüder Vogel hat sich auf unserem Balkon getraut, der Trottel. Er hat wenigstens zwei weitere Samen für dich. Wurde scheinbar gebissen. Stufen, dann wird der Garten größer. Aber zum Glück nur ein paar Federn ausgerupft. Oder er hat ihn einfach direkt oder in gefressen. Einem Haps, ja, das kann natürlich auch sein. Einfach weggefegt. Nee, ich habe dann auch gesucht. Ist auch keiner irgendwie vom Balkon gefallen oder so. Da war wirklich kein verletzter Vogel. So, was will er denn haben? Noch eine Möhre, Filler. Ah, verdammt. Wir haben aber keine du Möhre. Kannst vielleicht in den Samenladen gucken. Die komische Tante, da verkauft doch Samen aller Art. Stimmt. Samenladen. Wieder? Ja, ich glaube, die verkauft quasi alles, was du schon entdeckt hast oder irgendwie sowas. Oh, wenn das nicht der neue Gärtner ist. Ah, du könntest doch direkt Möhren kaufen. In Kostelots Laden bist du stets willkommen. Und andere Sachen. Egal, ob du kaufen oder verkaufen willst. Was soll ich? Ich würde das nicht kaufen, aber ich wusste, dass es dir gefällt. Okay, noch eine Möhre. Da. Hui, habe ich jetzt noch eine Möhre? Theoretisch könntest du noch mehr platzieren. Kostet halt 50 Gold pro Möhre. Oh, was war denn das? Ein wuschiges Wiesel ist da durchgewackelt. Wuschliges Wiesel. Na gut. Hey, ich will das... Oh, habe ich die jetzt? Objekt platzieren. Ach, und dann Einkauf beenden, wenn du... Ah, okay. Ach, diese Steuerung ist ja, das ist ein schlecht. Bisschen komisch. Oh, ein saures Jelly Bean. Es gibt nämlich auch böse Pinata. Ah, die muss ich jetzt zertreten. Nee. Die muss man natürlich gut machen. Du musst sie jetzt mit deiner Liebe umwandeln. Eine saure Jelly Bean hat deinen Garten gefunden. Sie wollen nur eins, sich mit Samen vollfressen. Okay. Das heißt, ich habe gar keine Samen. Tja, Pech gehabt, saures Jelly Bean. Aber ich habe ihn. Sidos hat eine Familie, aber die ist nicht so verlässlich wie Samen. Ein bisschen traurig, Sidos. Das ist wirklich traurig, ja. Naja. Was bist denn du für ein Samen? Verdammt. Nein! Was denn da? Der da? Ja. Es regnet. Heißt das, man muss die nicht gießen? Nein, ich will hier raus. Hilfe! Dann muss ich ihn ansprechen? Nee, ich glaube, das ist schon fertig, das Haus. Ach so, das ist fertig. Klick mal drauf, ob das so geht. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Dann musst du vielleicht genau ins Menü gehen. Ah ja, genau, mit der Schaufel draufhauen, natürlich. Ach so, na dann. Tada, Marienkäferhäuschen. Na dann. Warum ist da ein Feuerwehrschlauch und so Feuer verboten und sowas? Das verstehe ich nicht. Ah, guck, die beiden haben schon Herzchen. Die sind schon bereit. Sidos hat eine Familie. Ach was. Und jetzt gibst du uns noch so einen komischen Rübensamen. Nein, das ist was anderes. Bumm, eine Riesenrübe ist gewachsen.
Weiß ich nicht. Auf irgendwas. Auf Y kann man es anschauen, wenn du willst. Ach, auf Y, okay. Eine... Steckrübe. Eine Steckrübe. Dann. Du findest das Spiel verstörend. Ja, ich kann es in gewisser Weise teilweise verstehen. Ja. Aber es ist doch auch gleichzeitig irgendwie niedlich. Es ist auch niedlich, ja. Aber es ist auch irgendwie... Ach so, ich muss die wahrscheinlich dahin führen. Ah, oder? Das kann sein. Oder zusammenführen. Ja. Ah, ja, du musst die wirklich aneinander klicken. Und jetzt machen sie... Stimmt, jedes Tier hat auch seinen eigenen Paarungstanz. Ich glaube, da kommt sogar eine richtige Cutscene, wenn die dann wirklich in ihr Haus gehen. Aha, sie warten, bis sie ihr Techtelmächtel. Ist es schon 10, weil das wird nicht jugendfrei. Ach du meine Güte. Du musst dein Pinata steuern und versuchen, den Partner zu erreichen, ohne dabei einen Ärgerling zu berühren. Oh oh. Die Ärgerlinge sind Wesen, die von Professor Pesta geschaffen wurden. Diese Kreaturen hassen glückliche Pinatas. Drücke den linken Stick in eine beliebige Richtung, um dein Pinata zu bewegen. Denke daran. Wenn du einen Ärgerling triffst, verlierst du ein Leben und kostbare Zeit. Also wenn du alle Leben verloren... Es heißt, Liebe lässt sich nicht erzwingen. Und das gilt besonders auf Pinata Island. Du wirst feststellen, dass das Objekt deiner Begierde nicht allzu erfreut sein wird, wenn du dich näherst, ohne deine Gefühle bewiesen zu haben. Dies tust du, indem okay, du... Okay, verstanden. Also Herzen sammeln und dann den Käfer berühren und nicht die Ärgerlinge berühren. Je mehr Herzen, desto besser. Herzen bräuchte. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, 3 reichen. Aber je mehr, desto besser. Wie Zeit habe ich denn noch? Noch 5 Sekunden. Oh, oh. Hey. Ja. Cool. Übrige Herzen 0, aber da war noch 1. Naja, okay. Nehmen wir. Jetzt, wo du das Spiel zu Ende gespielt hast, gehen die glücklichen Pinatas in ihre Behausung und was? Beginnen mit dem Paarungstanz. Wir haben schon durchgespielt? Ging aber schnell. Ah. Na dann, Spiel zu Ende macht gespielt. Euch mal auf. In euer Haus. Ladybug. Na, ich verstehe nicht, warum das aus Stroh Nein, ist. Nein, du gehst... Ach, oh, und wie ein Feuerwehrhäuschen aussieht aus Stroh. Versteh den Witz nicht. Oh gut, Süßkartoffel. Gänseblümchen. Die sind irgendwie schon kaputt, oder? Leicht, ich war nicht sicher. Paarungstanz! Das ist irgendwie so weird. Ja. Na dann. Oh-oh. Uh-oh. Was soll ist das denn? An den kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Oder die Storkos. Ach so, die bringt jetzt wahrscheinlich die Eier. Ist ja eh ganz klar. Deine Pinatas haben ein Ei gelegt. Nach dem Paarungstanz der Pinatas wird ein neues Baby-Pinata sicher in einem gemusterten Ei in den Garten gebracht. Na dann. Warte, bis der... Ei ausschlüpft ist. Warte, bis der Ei ausgeschlüpft ist. Na, von mir aus. Warte, bis der Ei ausgeschlüpft ist. Aber wo ist er denn, der Ei? Ich weiß auch nicht, wo er ist. Ah, da kommt sie. Keine Sorge. Dein neues Ei wurde sicher geliefert. Eine weitere erfolgreiche Mission für Storkos, den Liebling der Leute. Okay. Ah ja, hat den in die Wasserpfütze geworfen. Stufe 5 wäre erreicht. Stufe 5? Es kommt mir so vor, als hättest du vor 5 Minuten erst angefangen. Lotti hat einige neue Pflastersteine auf Lager, sowie einige Dekorationsobjekte für den Garten. Außerdem hat sie eine Gießkannenverbesserung, die dir Zeit sparen kann. Sprich auch mit Sidos, denn er verfügt jetzt über einige neue Samen. Okidok. So, wo ist das Ei? Da liegt neben dem Haus im Wasser. Ah ja, da gibt's wirklich so Sachen. Ich kann mich erinnern. Gewisse Eier, das sind so ganz geheime Techniken. Gewisse Eier auf gewissen Böden ergeben dann spezielle Variationen. Aber... Man kann das nicht wieder hinlegen. Dann leg's woanders hin. Leg's in die Wiese oder auf... Ja genau, oder auf Sand mal irgendwie rumexperimentieren. Keine Ahnung. Muss man alles mal testen. Das ist so ein Experimentierspiel. Jetzt die Karotte. Einfach so. Da ist jetzt die Karotte, die Ameise. Na gut. Oder
Oder irgendwie hat er sie nicht. Nur abgeleckt, damit die anderen sie eklig abgeleckt. Finden. Ja, wer weiß. Komisch. Hey. Was ist da? Eine Süßkartoffel. Und die kann ich hauen, oder wie? Aber die sind schon wieder nachgewachsen jetzt. Aber ja, du kannst ja auch hauen, damit die mehr Samen verlieren. Und dann kannst du noch mehr pflanzen. Das geht. Stimmt. Ah. Oh, ein Mausmallow. Gute Neuigkeiten. Du hast eine Mausmallow angelockt. Ja. Das kleine Pinata hat wahrscheinlich eine Steckrübe in deinem Garten gerochen. Eine Steckrübe. Jedes Mal, wenn ein neues Pinata schlüpft, wird es mit deinem Label versehen. Du kannst dein Label im Label-Designer ändern. Drücke die A-Taste. Okay. Hä? Ach, ist vielleicht, kommt jetzt wer heim vielleicht wieder von seiner Party? Das könnte sein. Einpacken. Mit dem Cursor auswählen ein Ladybug. Warum? Wie kommen die denn jetzt darauf? Verstehe ich nicht. Aber gut, okay. Von mir aus. Ach, einfach nur, weil es super glücklich ist, oder wie? Naja, dann. Mach's gut, Ladybug. Okay. Das ist wirklich dieses Spiel. Ich verstehe es noch nicht so ganz, was man da tut. Ja, im Grunde das, was du bis jetzt getan hast. Du kannst das jetzt liegt im ja Grunde... Wie am Schnürchen. Du hast jetzt die Grundlagen im Griff. Komm wieder zu mir, wenn du eine neue Aufgabe suchst. Drücke einfach im Garten die X-Taste, um das Menü aufzurufen. Wähle die Option Dorf und dann mein Gesicht. Wenn du mir Genau, entweder kannst du den Frosch auswählen, der gibt dir immer wieder Missionen, dann hast du was zu tun. Oder du gehst jetzt zum Beispiel, wenn du einfach nur neue Tiere willst, auf diesen Schmetterling, der jetzt zum Beispiel da schwarz-weiß ist, und schaust mal, was der eigentlich will. Oder du willst Wurmzüchter werden und vier Gänseblümchen im Garten. Und guckst, was die Wurmlis wollen, um sich fortzupflanzen. Oder so Sachen. Oder auch auf die Maus kannst du vielleicht klicken, wenn sie schon nahe genug am Garten ist. Lauter, so spielt man das Spiel quasi. Man guckt, was die Tierchen so wollen und versucht, die glücklich zu machen. Warum? Warte, du musst klopfen, antippen, nicht zerhacken. Auf X. Oh. Oh, Mausmallow hat gerade eine Rübe gegessen. Zieht er jetzt bei uns ein? Ja! Wir können auch zum Beispiel Mausmallows züchten. Oder so. Gute Nacht, du Cludo. Mach's gut. Schlaf gut. Dankeschön. Ja, wie gesagt, heute hatte ich noch nicht viel Zeit, aber ich glaube, morgen werde ich mir mal den Tag freinehmen und voll Xboxen. Ich meine, ich muss den Balkon unbedingt jetzt aufräumen und die Tomaten abräumen und so, aber abgesehen davon Xboxen. Schon wieder eine neue Stufe? In diesem Fall solltest du dir den neuen Zaun und andere Dinge bei Lotti ansehen. Jetzt schau dir doch mal den neuen Zaun bei Lotti an. Ideal zur Aufzucht von Pinatas. Sidos hat auch schon wieder neue Samen. Wo kriegt er die nur immer her? Oh, und bei Längsten kannst du neue Köder ausprobieren. Willst du deinen Garten vergrößern? Nur noch 5. Oh Gott, ey, immer passiert irgendwas. Der Titelverbesserer. Oh, fuck. Nach der vielen Zeit, die du investiert hast, kannst du dich einen erfahrenen Gärtner nennen. Wann ist denn das Bunny-Comp bei uns eingezogen? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Was ist bei uns eingezogen? Ach Gott, ey, man kann nichts machen. Unglaublich. Das ist aber auch nur am Anfang so. Ich meine, es gibt wirklich 80 von diesen Dingern oder so. Oh, komm nicht raus. Nee, wir müssen erst irgendwas machen. Du hast eine Arachnid angelockt. Arachnids lassen sich nur in den Gärten der erfahrensten Gärtner blicken. So wie du es bist. Du hast Willy bezahlt, damit er die Mauer einreißt. Aha, der Hammerhead. Aha. Der kann die Mauer einreißen, damit die Spinne kommen kann.
Ach, die Samen sehen aus wie der grüne Schleimbassel da. Also die Essenz, die da fallen lässt. Ja, das genau. Das genau. Sieh nur, wie ich verhindere, dass wichtige Pinatas den Garten erreichen. Mein Genie ist grenzenlos. Durch der die Sieg Nacht. Ist mein. Hä? Grenzen. Ach so. So, okay. Noch mehr Samen. Meine Samen sagen, ich solle nicht mit dir sprechen. Ich meine, du kannst ihn mit der Schaufel hauen. Ach so, nee, er gibt dir freiwillig Samen. Na, dann ist gut. Was sind das für einer? Hatten wir so einen schon mal? Warum latscht sie auch durch meinen Garten? Was soll das? Ich glaube, sie gibt dir theoretisch Tipps. So, ich will auch mal gießen. Okay. Kurz schütten auf A. Das ist schon der Zwei-Spieler-Modus, ist ein bisschen verwirrend. Ja. Ist er wirklich? Oh, guck mal, das Häschen ist. Ach ja, das ist blau, okay. Aber wann das bei uns eingezogen ist, habe ich echt nicht mit. Ach doch, 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 schon länger. Das hat doch hier Karotten gegessen. Sag mal, das braucht aber viel Wasser, das Ding. Ist mal lang. Noch länger. Hä? Ist mein Gießer kaputt, oder? Ah, ich habe eine goldene Gießkanne, die die Pflanzen immer perfekt optimal gießt. Ich weiß nicht, warum. Ja, komisch. Den? Hatten. Weiß ich nicht, geh mal auf ihn drauf. Oh, jetzt fliegt er weg. Weiß nicht, wo er hinfliegt. Oh, ist er hingeflogen. Ich kann selbst mit geschlossenen Augen erkennen, um welche Art von... Okay, mehr gibt er mir nicht. Da sind schon zwei. Im alten Link's Awakening sagt der Schleim ja zu Link, gib mir deinen Saft, ich geb dir meinen. What? Okay. Ach so, warte mal, wir sollen... irgendein Haus einreißen, oder? Irgendeine Mauer? Warum komme ich jetzt nicht mehr ins Menü? Du bist gerade irgendwie, du willst gerade irgendein Viech irgendwo hinführen, irgendein Tierchen. Ah. Also diese Steuerung ist auch echt verwirrend. Ja, da muss man reinkommen. Ja, heute habe ich früh Feierabend gemacht. Wie kann ich dir zu viel berechnen, wenn du gar kein Geld hast? Das kostet 1000. Wir haben 800 nur. Besondere Gebäude. Ein Gartenlagerhaus. Ah ja, da kann man, glaube ich, einfach so Sachen wie Samen lagern und sowas. Ach, und hier sind die verschiedenen... Die Puffs. Ich meine, davon haben wir zwei. Ja, du könntest Würmlis machen. Sobald du entschieden hast, wo du den... Das macht dann eben mit der Zeit, aber jetzt geht's noch nicht. Macht es voll Sinn, dass man halt so spezialisierte Gärten macht, weil man kann ja verschiedene Gärten machen. Kann den nicht irgendwo hinstellen. Ich meine, wir könnten mal den Zaun da abreißen, oder? Oder willst du den? Nee. Aber dann geh nochmal zurück. Einkauf beenden. Das ist die Taste hier. Dann kannst du den Zaun, glaube ich, einfach zerdeppern mit der Schaufel. Und er gibt Tipps zur Verhütung. So. Könnte man den auch verkaufen? Pinata ist zurückgekehrt. Genau, unten die Meldungen kannst du auch anklicken. Da wird dir immer das Neueste, was es so gibt, angezeigt. Oder du kommst einfach auch mit. Ach so, ja, ich kann dir helfen. Oh, der Vogel weint. Ich glaube, der sitzt gerne auf dem Zaun zum Schlafen. Ah, ja, dann lass ihn.
Ja, dann lassen wir ein bisschen Zaun stehen. Ich mache hier hinten das noch kaputt. Der Kugelfeind, oh mein Gott. Dann haben wir Platz. Wir haben ihm seinen Lieblingsschlafplatz zerdeppert. Aber schau, jetzt hat er noch genug Zaun zum Schlafen und wir können trotzdem das Wurmhaus bauen. Das ist doch was. Hallo, Landquid Birdrider Sister. Wie geht's? Guten Abend. Du bist Abend. Durchzuarbeiten. Ist auch bevor so ich anfangen kann, musst du den Arbeitsplatz. Ist ja auch ein handwerklich begabter Mensch. Und die Rechnung das sind gleich. Immer Boomer. So. Ja, jetzt. Wenn das geht, ja. Tada! Jetzt nicht B, sondern Einkauf beenden. Ja, genau.